Der Kollege Harald Weinberg für die Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja bereits mehrmals erwähnt worden, man kann Minister Spahn mit Sicherheit keine Untätigkeit vorwerfen. Aber es ist ja Herbst, Zeit der Laubbläser. Und mich erinnert das Handeln des Ministers schon etwas an einen Laubbläser. Sehr laut, unüberhörbar, immer um Aufmerksamkeit auf sich ziehend. Aber am Ende löst er die Probleme nicht, sondern bläst sie nur auf einen anderen Haufen. Das kann man zum Beispiel an der Situation der Pflege sowohl im Krankenhaus als auch in der Altenpflege belegen. Viele Ankündigungen, Initiativen, konzertierte Aktionen, Verordnungen, Gesetze, aber wenig Wirkung, kaum ein spürbarer Fortschritt. Über die 13.000 Stellen für die medizinische Behandlungspflege in den Seniorenheimen ist ja bereits geredet worden. Real gibt es keine 300 davon, besetzt ist noch keine einzige. Das ist die Situation, die wir jetzt haben, und ich befürchte, es wird auch bis zum Ende der Legislaturperiode nicht besser. Ein anderes Beispiel, die Pflegepersonaluntergrenzen in den sogenannten pflegeintensiven Bereichen in den Krankenhäusern. Ja, jetzt im zweiten Quartal, wo das scharfgestellt worden ist, haben wir eine Erfüllungsquote von 96%. Aber wie? Einmal durch Zusammenlegung von Stationen, Abziehen von Pflegepersonal aus anderen Bereichen, Bettenschließungen mit Versorgungslücken, teilweise Absenkung von besser und am Pflegebedarf der Patienten ausgerichteten Pflegeausstattung auf die Untergrenzen. Drittes Beispiel, die Pflegebudgets ab 2020. Wir haben das erstmal sehr begrüßt, dass die Pflege aus den DRG-Fallpauschalen herausgenommen wird. In den Detailfragen wird es jedoch wieder richtig kompliziert und schafft Folgeprobleme, die man kaum erwartet hat. Es erscheint zumindest sehr fraglich, ob alles bis an Jahresanfang 2020 steht. Die Pauschale pro Pflegetag, die dann als Überbrückung vorgesehen ist, wird zusammen mit anderen Problemen so manches Krankenhaus in eine akute Finanznot bringen. Und die versprochene vollständige Refinanzierung der Tariferhöhungen bei den Pflegekräften erweist sich in der Umsetzung als Mogelpackung und verschärft damit die Finanznot so mancher Krankenhäuser zusätzlich. Es gibt einen allgemeinen Unmut über die Situation in den Krankenhäusern. Im Krankenhaussystem verhalten sich alle mehr oder weniger systemlogisch, aber dieses System ist hochproblematisch geworden und funktioniert immer weniger in dem Sinne, was es leisten soll, nämlich eine gute, qualitativ hochwertige, stationäre medizinische Versorgung für die Menschen. Es gibt zu viele Aspekte, die das überlagern, die ein gemeinwohlorientiertes Ziel überlagern. Die Krankenhäuser stehen in einem Hyperwettbewerb untereinander um Patienten, bei denen sie möglichst lukrative Fallpauschalen abrechnen können. Die ökonomische Frage überlagert den medizinischen Versorgungsfragen und beschädigt die medizinische Ethik. Inzwischen sind rund ein Drittel der Krankenhäuser in privater Hand, und dann kommt die Gewinnerzielungsabsicht als vorrangiges Ziel hinzu und führt zu einer weiteren Kommerzialisierung. Nach 16 Jahren Finanzierung mit Fallpauschalen bei gleichzeitigem Runterfahren der Mittel der Länder für die Investitionsförderung und ständigem stückhaften Nachbessern bei den unbeabsichtigten Folgen dieser Form der Finanzierung ist das ganze System in einer wirklich schweren Krise. Das bleibt der Öffentlichkeit nicht verborgen. Einige Beispiele sind ja bereits genannt worden. Es gibt die Reportagen vom Team Wallraff. Es gibt den Film Der marktgerechte Patient, der inzwischen über 100 Mal in Deutschland gezeigt worden ist. Es gibt die aktuelle Sternserie. Es gibt das Bündnis Krankenhaus statt Fabrik. Es gibt Aktionen, Streiks der Pflegekräfte Land auf Land ab um Entlastungstarifverträge. Es gibt den Beschluss des Ärztetages, des letzten ersten Ärztetages, das DRG-System gefährdet die Gesundheit von beschäftigten Patientinnen und Patienten. Es gibt entsprechende Beschlüsse vom Marburger Bund, vom Verband der Krankenhausdirektoren, Verband der leitenden Krankenhausärzte und so weiter und so fort. Insgesamt ist, denke ich, es absolut wichtig, noch mal herauszustellen, ein Krankenhaus muss nicht Gewinne machen. Die Krankenhäuser in diesem Land, und damit schließe ich jetzt auch, sind von den Bürgern finanziert und geschaffen worden, um für Bürger eine entsprechende medizinische Versorgung zu ermöglichen. Sie werden nach wie vor aus Steuermitteln und Versicherungsbeiträgen finanziert. Sie sind genauso wie viele andere Bereiche, Feuerwehr und so weiter und so fort, Daseinsvorsorge, in dem eine Orientierung auf Gewinne völlig unangebracht ist. Es ist an der Zeit, dass die Bürgerinnen und Bürger sich ihre Krankenhäuser zurückholen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat Dr. Kirsten Kappert-Gonter.